Hallo, liebe Deutschlernende. In letzter Zeit habe ich mir überlegt, dass ich meine Fitnessroutine optimieren möchte. Ja, ich möchte meine sportlichen Aktivitäten effizienter gestalten und ich möchte versuchen, weniger Zeit zu investieren, aber dafür intensiver Sport zu machen. Ja, also ich möchte es so machen, dass ich schlauer Sport mache in gewissem Sinne. Und aus diesem Grund habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht über das Pareto-Prinzip. Ja, das Pareto-Prinzip bzw. die 80-20-Regel. Ja, die 80-20-Regel. Und das Pareto-Prinzip wird immer so erklärt, dass man bei vielen Tätigkeiten 20% der Tätigkeit ist für 80% des Resultats verantwortlich. Okay? 20% der Tätigkeit ist für 80% des Resultats verantwortlich. Ja? Und die Idee ist dann natürlich, sich möglichst auf diese 20% zu konzentrieren, ja? Möglichst diese 20% sozusagen mehr als 20% der Tätigkeit zu machen. Das ist, dass man dann vielleicht nur noch die Tätigkeit macht, die 20% ausmacht, damit man eben effizienter das Resultat erreicht. Und die Frage ist dann natürlich immer, die große Frage ist, was sind die 20%? Ja? Also ist... ich weiß nicht, wie wahr das Pareto-Prinzip ist. Also man begegnet das wohl immer wieder bei verschiedenen, wenn man verschiedene Dinge untersucht, dann findet man immer wieder das Pareto-Prinzip, dass 20% der Tätigkeit für 80% des Resultats verantwortlich ist. Aber die Frage ist natürlich, wie kriegt man heraus, was diese 20% sind? Ja? Und ich denke auch nicht, das Pareto-Prinzip muss auch nicht immer wahr sein. Ja, es ist bestimmt nicht bei jeder Tätigkeit so. Und gerade wenn man es schafft, sich auf die 20% zu konzentrieren und dann nur noch diese 20% macht, dann funktioniert das Pareto-Prinzip natürlich nicht mehr, weil man den 20% macht, weil dann die 20% zu 100% geworden sind. Im Idealfall. Ich will einmal ein paar Beispiele nennen, ja, also daran kann man das ganz gut sehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel ungesund esse und ich trinke ganz viel Cola und andere Getränke mit sehr viel Zucker, ja, dann machen diese zuckerhaltigen Getränke vielleicht 20% meiner Ernährung aus. Und ich esse sonst noch ganz viel ungesundes Zeug. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich esse weiterhin so wie bisher, außer dass ich keine süßen Getränke mehr trinke. Ja? Ich eliminiere diese 20%. Und dann werde ich schon ganz viele Resultate sehen, einfach nur dadurch, dass ich diese 20% eliminiert habe, werde ich dann schon 80% mehr Gesundheit haben. Gesundheit kann man natürlich nicht so gut in Prozenten messen, ne? Aber wisst ihr, was ich meine? Ja? Also wenn ich jetzt ein kleines bisschen einen ganz schlauen Schritt in die richtige Richtung mache, dann kann ich schon sehr viel erreichen. Ja? Und das ist eigentlich sehr inspirierend, dass wir, wenn wir wirklich die Tätigkeiten, die wir machen, schlauer angehen, ja? Wenn wir jetzt, uns schlauer ernähren, schlauer Sport machen und all sowas, dann können wir viel mehr Resultate erreichen. Und ich denke, es ist auch gut möglich, wenn man jetzt eine bestimmte Fähigkeit erlernen will, ja? Und wenn man sie auf eine gute Art und Weise lernt, ja, wenn man vielleicht einen guten Coach hat oder die richtigen Bücher liest, dann denke ich, dass es mit
bei vielen Tätigkeiten so ist, dass man unter den 10% der Bevölkerung schaffen kann. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel gut viel laufe, ja, und gut trainiere und meine Ausdauer versuche zu steigern, dann sind das mehrere Stunden pro Woche und damit kann ich vielleicht zu den 10% der Weltbevölkerung gehören, die gut laufen können. Ja? Einfach weil die anderen 90% keine Zeit investieren in diese Fähigkeit. Genau. Und deswegen, und das ist eigentlich ganz toll, dass wir halt mit wenig Aufwand können wir schon, sind wir schon viel besser als 90% der anderen Menschen, was natürlich nur natürlich ist, ne? Weil man ist immer, wenn man ein bisschen Zeit investiert, ist man immer sehr schnell besser als die, die gar keine Zeit investieren, natürlich, ja. Und dieses Pareto-Prinzip möchte ich dann auch auf mein Training anwenden und ich möchte versuchen, ob ich es schaffe, fitter zu werden, obwohl ich zeitlich weniger reinstecke. Ja? Also ich möchte, momentan trainiere ich für den Marathon und deshalb stecke ich sehr, sehr viel Zeit in Fitness. Ich verbringe sehr viele Stunden pro Woche mit dem Joggen, um dann fit zu sein am 20. August. Aber danach habe ich mir gedacht, so danach möchte ich erstmal anders trainieren, sodass ich vielleicht nur eine Viertelstunde pro Tag oder so mit Trainieren verbringe, weil es einfach viel zu viel Zeit ist. Ja. Das ganze Joggen ist für mich jetzt in meinem Leben viel zu viel Zeit, was da reingesteckt werden muss, damit ich auch einen Marathon laufe, den ich für mich akzeptabel finde, ja, dass ich nicht zusammenbreche beim Marathon. Das wollen wir alle nicht. Und deswegen versuche ich jetzt mir zu überlegen, wie kann ich, welche Übungen kann ich machen, die sehr intensiv sind und die richtigen Muskelgruppen trainieren, sodass ich fit bin und trotzdem aber nur eine Viertelstunde investieren muss pro Tag. Ja. Gestoßen bin ich auf diese Idee auch durch das Buch, was ich euch letztens vorgestellt habe, die 21 Tage Körpertransformation. Ja. Das ist eigentlich ein Buch über Ernährung. Ja. Also es nennt sich The Primal Blueprint, 21-Day Body Transformation. Ja? Also durch dieses Buch bin ich darauf gestoßen, durch diese Idee, dass wir auch mit nur minimalen Zeitaufwand auch fit sein können. Ja? Und das Pareto-Prinzip wird dort auch erwähnt, insofern, dass, 80% der Fitness tatsächlich das Essen ist. Ja? Also es geht gar nicht so viel darum, dass man ganz viel Zeit reinstecken muss und trainieren und all sowas, sondern einfach nur besser essen und dann sind wir auch schon fitter. Ja? Also und das ist ganz, ganz praktisch. Ja? Ich glaube, da wollen wir auf dem Video sein. Also wenn ihr wollt, rufen Hallo. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie gesehen habt, ja? Aber da haben ein paar Leute gerufen, während ich dieses Video mache. Gut, aber das war schon alles. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Und meine Frage an dich ist heute, wo denkst du, tritt das Pareto-Prinzip auf? Ja? Wo denkst du, verursachen 20% der Tätigkeit 80% des Resultats? Ja? Wo sind 20% der Tätigkeit für 80% des Resultats verantwortlich? Und was kannst du in deinem Leben tun, um mehr zu erreichen, indem du nur einen ganz kleinen Schritt machst, eine ganz kleine Veränderung? Ja? Ich bin gespannt, was du denkst, und wir sehen uns morgen.
Tschüss.